Zehn Gründe, warum es so schwer ist, einen Wassermann zu lieben. Ein Wassermann zu sein bedeutet, dass du kreativ, kontaktfreudig und ein guter Freund bist, auf den man sich immer verlassen kann. Es bedeutet aber auch, dass du deine Unabhängigkeit bevorzugst, manchmal kaltschnäuzig wirken kannst und Veränderungen ablehnst. All diese einzigartigen Eigenschaften haben Einfluss auf dein Verhalten in Liebesbeziehungen und sorgen dafür, dass es manchmal schwierig sein kann, einen freigeistigen und schrulligen Wassermann zu lieben. Wie vielen dieser Eigenschaften stimmst du zu? Lies diesen Artikel und vergiss nicht, ihn mit deinen Wassermann-Kollegen zu teilen. Erstens, wir können nicht eingeengt werden. Wir mögen unsere Freiheit sehr. Wir mögen es nicht, wenn man uns sagt, dass wir bestimmte Leute nicht sehen dürfen oder bestimmte Dinge nicht tun können. Dies kann zu großen Problemen in einer Beziehung führen. Sobald wir uns dir versprochen haben, sind wir mit unserem ganzen Herzen und unserer Seele dabei. Aber wir brauchen trotzdem noch genügend Raum, um unsere Flügel auszubreiten. Zweitens, wir sind schusselig. Wir Wassermänner müssen gestehen, wir sind vergesslich und unorganisiert. Wir sind nicht gut darin, Termine einzuhalten und mit unserem Kalender Schritt zu halten. Wir sind bekannt dafür, Geburtstage und Jahrestage zu verpassen. Wenn du die Art von Person bist, die sich von solchen Dingen leicht verletzt fühlt, ist ein Wassermann vielleicht nicht der richtige Partner für dich. Drittens, wir sind rebellisch. Der Wassermann ist ein rebellisches Sternzeichen. Manchmal geraten wir in Schwierigkeiten, nur weil uns langweilig ist. Wenn wir uns so fühlen, als würde uns jemand nicht wirklich beachten, können wir ausflippen. Nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Manchmal sind wir ein bisschen unreif. Viertens, wir überanalysieren unsere Partner. Wir betrachten unsere Liebsten als ein Rätsel, das gelöst werden muss. Wir können nervig werden, wenn wir zu viele Fragen stellen oder in Bereiche deines Lebens eindringen wollen, die du nicht mit uns teilen möchtest. Wir tun das nicht, weil wir dich ärgern wollen, sondern um dich wirklich zu verstehen, damit wir eine bessere Beziehung führen können. Es ist schwer, das im Hinterkopf zu behalten, wenn dir jemand unangenehme Fragen stellt. Es ist uns egal, was andere Leute von uns denken. Das ist ein großes Problem. Während wir die meiste Zeit liebevolle und freundliche Menschen sind, ist es uns wirklich egal, was andere über uns denken. Wir benehmen uns in der Öffentlichkeit daneben und machen peinliche Dinge. Es ist schwer, mit einem Partner, der ein Wassermann ist, unauffällig zu sein. Wenn du unsere Kreativität zu schätzen weißt, wirst du leichter damit umgehen können. Sechstens, wir können emotional verschlossen sein. Der Wassermann ist freundlich und kontaktfreudig, aber am Anfang wirken wir oft oberflächlich. Wir lassen niemanden emotional an uns heran, bis wir uns ihrer Loyalität sicher sind. Wenn sich ein Wassermann sich dir noch nicht vollkommen hingegeben hat, sei nicht überrascht, wenn du nicht viel über seine inneren Gedanken und Gefühle hörst. Unsere Liebe ist tief, aber wir lieben niemanden, wenn wir ihm nicht erst vertrauen. Siebtens, wir lieben zu sehr. Das scheint keine schlechte Eigenschaft zu sein, aber es kann zu einem Problem werden. Wenn wir in einer Beziehung sind, geben wir uns unserem Partner zu 100% hin. Wenn uns jemand verlässt oder verletzt, fällt es uns schwer, darüber hinwegzukommen. Wenn du einen Fehler machst und einen Wassermann verletzt, werden wir dich wahrscheinlich nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Wir werden dich auch nicht mehr zurückkommen lassen, weil wir glauben, dass wir dir nicht vertrauen können. Achtens, wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Abenteuer. Wir sind ein unruhiges Sternzeichen. Wir jagen immer nach dem nächsten Abenteuer. Wir sitzen nicht gerne rum und langweilen uns. Ein Wassermann liebt es, draußen und mittendrin zu sein. Manchmal können wir unsere Partner dadurch verletzen, weil sie denken, dass sie uns langweilen. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir suchen nach neuen Dingen, die wir zusammen mit unserem Partner erleben können. Neuntens, wir mögen es, unsere Optionen offen zu halten. Wir wollen uns der Liebe hingeben, aber wir sind emotional zurückhaltend. Wir sind kreativ und erkunden gerne. Aber wenn wir uns niederlassen wollen, wollen wir, dass alles genau so läuft, wie wir es möchten. Es ist schwer, uns festzunageln. Wollen wir es auf die eine oder andere Weise? Wir möchten unsere Optionen jederzeit offen halten. Zehntens, wir wollen unkonventionell sein. Selbst wenn wir uns niederlassen, wollen wir es nicht immer so machen wie alle anderen auch. Wir mögen Fernbeziehungen, weil sie uns das Gefühl geben, verliebt zu sein und uns gleichzeitig unsere Freiheit lassen. Vielleicht werden wir nicht zusammenziehen wollen, wenn die Beziehung ernst wird. Das liegt nicht daran, dass wir dich nicht lieben, sondern nur an unserer Natur.